Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zur neuen Folge Ark Modded und ich habe hier etwas gemacht. Ich habe etwas gearbeitet zwischen den Folgen. Hier, ich habe mir ein kleines Häuschen gebaut. Also als klein, ja. Ich habe schon ein bisschen Arbeit reingesteckt, aber es ist jetzt nichts Besonderes, nichts Schönes, aber es tut das, was es tun soll. Nämlich meine Sachen da drin verstauen. Und mein Petadon habe ich schon reingestellt. Übrigens habe ich hier unten nicht mal die ganze Sache abgerissen. Dazu war ich noch zu faul. Ich habe das hier einfach so drunter stehen lassen. Hat alles gepasst und habe ich so einfach so gelassen. Oh, Bernhard, du stehst hier noch so in der Ecke. Bernhard, komm mal raus. Was machst du denn da ganz? Du darfst auch mit in die Bude kommen. Komm her. Und unser Dodo hier. Daran sieht man, wie viel Arbeit ich gemacht habe. Die Dodos hier. Oh, der Dodo hat so viel Eier gelegt, die kann ich mal alle eins sagen. Allgemein legen die wahrscheinlich viel, viel mehr Eier als normale Dodos, aber 15 Stück, ja. Das geht schon fit. Ist gerade ein bisschen dunkel, ne? Ich mach's euch mal ein bisschen heller. Kriegt ihr da überhaupt raus? Komm her. Nein! Muss ich den echt greifen? Ich muss ihn wahrscheinlich greifen. Komm. Oh, ich kann nicht weiter hierher. Komm, komm, komm. Ja. Bernhard, du bist ein Genie. Komm her. Ja, hier. Guckt euch das an. So. Du kannst hier stehen bleiben. So, auf jeden Fall habe ich hier unten ordentlich noch ausgebaut und ich finde das alles eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich die Keller sogar so lassen will, weil eigentlich sieht das ganz cool aus, finde ich. So, Metall habe ich hier auch. Das ist auch mittlerweile gebrannt, das nehme ich mal raus. Und ich bin Level 111, 110. So. Packen wir das mal da rein. Das Menü ist natürlich ein bisschen hell. Und dann machen wir mal endlich nicht mehr auf Nakidai. Und machen unsere Rüstung. Es ist soweit. Was habe ich vergessen? Brustpanzer. Okay. Und noch Ei. Ja, okay. Die legen echt viel Eier, ja, anscheinend. Die packe ich erstmal da rein. So, dann ziehe ich mir meine Rüstung an. Oh, endlich eine Rüstung an. Wir machen hier Fortschritte, Jungs und Mädels. So. Und was wollte ich noch? Was wollte ich noch? Ah ja, ich wollte mal gucken, ob ich diese. Ich dachte gerade, ich hätte was bewegen sehen. Super Trank Rifle, da. Betäubungsheile. Betäubungsheile. Super. Trank Dart. Was brauche ich dafür? Holzleder, 120 Metall. Ich weiß nicht, ob ich noch so viel Metall habe. Metall, einfache Gewehrmunition, Narkosemittel. Okay. Metall. Was soll das noch? Leder und Holz. Die Waffe habe ich schon mal. So weit, so gut. Und Gewehrmunition. Da muss ich ja Spark Powder und so machen. Und Narcotics muss ich auch noch machen, ich glaube. Obwohl, hier habe ich irgendwo welche. Oder? Ne, ich habe nur Narkobären. Was bin ich denn für eine arme Sau? Ich habe ja nix. Weil ich würde sagen, ich wollte mir heute auf jeden Fall ein Trike tamen. Und ich habe irgendwie da hinten noch eins gesehen. Ich habe mittlerweile übrigens ein Fernglas. Das habe ich ja, Kristall habe ich ja letzte Folge noch besorgt. Ich nehme euch mal kurz mit. Ich habe mir nämlich einen Trike ausgeguckt. Das war da irgendwo. Du bist das wahrscheinlich nicht. Obwohl. Nee, du bist das nicht. Das war ein höheres Level. Aber das war auch ein Harvest Trike. Und die sollen ja angeblich mehr abbauen. Das wäre halt mega gut. Ist das gestorben? Das war hier irgendwo. Ja, zur Not gönnen wir uns halt das andere. Ich meine, dass hier irgendwo eins war. Ja, sonst 308 reicht halt auch, ne? Ich bin halt viel zu verwöhnt. 728, ja, das ist halt ein normales. Ich will halt so ein Harvest Strike haben, weil ich denke, dass die ordentlich mehr abbauen werden. Ich hoffe es zumindest. Und dann würde ich sagen, dann farm ich noch ein paar Narcotics und mache noch ein bisschen Gewehrmunition und dann komme ich wieder. Bis gleich. So, dann bin ich wieder und ich habe ein bisschen Arbeit getan. Ich habe schon wieder ein paar Eier aufgehoben, weil der ist am Legen wie so ein Blöder. Und
Ich habe 244 Narkotics und ein paar Munition. Und jetzt kann ich 24 Darts machen. Das ist ja easy. Was ich euch übrigens noch nicht gezeigt habe, ich bin so langsam. Kann ich diese Dings aufsetzen? Bildershemd? Ah, geht schon ein bisschen schneller. Easy. So, was ich euch noch nicht gezeigt habe, ist, dass ich hier oben noch so einen Dachstuhl habe. Hier muss ich mich übrigens ducken, um da reinzukommen. Das gefällt mir noch irgendwie nicht so. Und hier habe ich nur ein Bett und diese S-Plus Crafting Station, womit ich den ganzen Kram hier gemacht habe. Sonst habe ich hier halt gar nichts. So, und jetzt bin ich eigentlich ganz gut vorbereitet, würde ich sagen. Und jetzt holen wir uns das Trike. Ich denke, dass der mit einem Schuss ausgelockt sein müsste, weil der macht. Also die Waffe sollte richtig viel Tope machen. Schon wieder ein Ei. Was geht bei dir? So. Du kommst mit. Und ich weiß nicht, aber ich denke mal, dass die ganz normal mit Bären tame. Ich hoffe es zumindest. Weil was anderes habe ich nicht. Ich habe ja nichts. So. Jetzt ist da hinten wieder ein Trike. Das war doch vorhin nicht. Hier, das ist das, was ich meinte. Als ob das vorhin einfach weg war. Cheater-Trike. Welches Level ist das denn? 406. Welchen Poison Trike? Eigentlich brauche ich keins, wenn ich diese Waffe habe, oder? Weil er jetzt nicht mit einem Schuss ausgedockt ist, dann muss ich wahrscheinlich weinen und rennen, oder? Komm, jetzt nicht. Und Mate Boost, ich hasse dich. Die habe ich auf jeden Fall nicht ins Scorched Earth vermisst. Drecksviecher. Wo stelle ich mich denn jetzt hin? Stelle ich mich hier drauf? Boom. Nice. Das gefällt mir. Als ob der schon hier oben ist. Was ist denn mit dir? Ah, die sind doch Mate Booster. Warum greifen die dich an? Ist das hier anders? Okay. Hallo, Mr. Trike, Sir. Level 504. Möchtest du Meteobären haben? Übrigens verlieren die auch komplett ihr Food, wenn man mit der Waffe schießt. Also die Waffe ist schon übel OP. Aber ich dachte so, zum Sachen tame ist das eigentlich ganz cool. Oh Gott, braucht der mehr? Der braucht mehr. So. Einmal durch die Bären. Durch die Bären, durch die Büsche grabbeln. Willst du mir jetzt die ganze Zeit hinterherlaufen? Wirklich? Komm schon. Oh, ein Dillo. Jetzt Level ist der. 106. Und Mate Boost. Bäh. Ist da noch einer? Ah, da ist noch einer. Level ist der, Brudi. 112. Mach ich die wohl mit meinem Petalodon? Ich denke schon. Oh, hier liegt ein Ei. Also ein Dillo-Ei. So, hier. Beef. Koral. Ihr alle? Komm her. Oh, treffe ich dich. 400 Damage. Also easy Kills hier. Oh, ich muss weiter Bären sammeln. Ich denke die ganze Zeit diese Akro. 7 noch. Okay. Aber es dürfte eigentlich reichen. Oh, ich muss noch einen Sattel machen. Was kostet der denn? Triceratops-Sattel. Leder habe ich, Holz habe ich auch. Zack. Zack. Guckt euch das an, wie das hier läuft. Er braucht echt trotzdem noch relativ lange, ne? Ah, diese Bärenviecher dauern immer lange. Und was war hier? War hier nicht noch irgendwas? Hier war auch so ein Speed-Biber oder sowas. Beim Biber brauche ich eigentlich auch. Wie bist du? Also, du bist normaler. Und auch Level 84. Das ist so ziemlich das Niedrigste, was man hier kriegen kann. Da ist halt ein Alpha-Kano, aber ich glaube, die kann ich noch nicht tame, weil dazu brauche ich diese komischen Samen da.
Ist hier noch irgendwas, was man unbedingt braucht? Ich will da auch nicht so mega weit zurücklaufen. Noch ein Dodo. Du kommst mit. Noch mehr Eier, weil ich glaube, die brauche ich zum Alpha-Save. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber dazu brauche ich auch noch diese, von Ark Comes Alive, diese Workbench da. Also, ich muss noch ein bisschen drauf hinarbeiten, wahrscheinlich. So, was ist mit meinem Trike? Setze ich den Dodo hier mal ab. Naja, Bären. Nee, ich glaube, Dodos mögen sogar die Gelben am liebsten. Ich dachte schon, was habe ich jetzt denn gemacht? Ja, der ist fast fertig. Ah, der ist auch Level 28. Na, Trikey? So. Was soll ich jetzt machen? Bären. Da. Oh, diese Kompis! So. Sattel. Jetzt wird erstmal Kompi geplättet hier. Wo ist der? Hä, der ist schon tot? Hä, wie ist der jetzt gestorben? Was habe ich verpasst? Oh, das ist der gar nicht. Warum kriege ich da nichts raus? Ah, jetzt. Da ist doch einer. 1000 Damage? Irgendwas ist hier komisch. Ich habe jetzt keine Todesmeldung bekommen, also dass ich irgendwas getötet habe. Aber anscheinend ist er tot. Und hier liegt schon wieder ein Ei. So. Ja. Wenn ich da noch ein bisschen Damage skill. Oh, guck mal, 7000 Gewicht vom Start aus, Alter. Das ist richtig viel. Ich habe natürlich alle Viecher hier hinter mir herlaufen. Oh yes. Da kann ich gleich noch ein paar mehr Schuss machen. Obwohl, hat das an den Narcotics gelegen oder hat das an den Schuss gelegen? Weil Schuss kann ich glaube ich nicht mehr machen. Hauptsache dieser Dodo strumpelt da die ganze Zeit hinter mir her. Ah, das ist schon. Alter, das ist richtig gut. Und die kriegen auch richtig viel Damage dazu, das ist auch mega cool. Ist das dort eine Schildkröte? So. Ich würde sagen, die bringe ich jetzt erstmal nach Hause. Und dann gucke ich mal, was wir noch so finden. Aber ich kann halt so richtig Fleisch tames, wird schwierig, weil ich ja Prime brauche. Ich muss mir da was einfallen lassen. Ich würde sagen, ich komme gleich wieder, wenn ich irgendwas Interessantes gefunden habe. Ich muss euch da nochmal wiederholen vorher, das ist jetzt. Ah, das sieht einfach so krass aus für dich. Alter, der ist auch so hell. Muss ich gerade mal ein bisschen runter machen. Alter Falter, der sieht richtig heftig aus. Epic Argentavis. Alter, 84. Ich denke, der geht auch bis 8. Oh, Junge, diese Motte dazwischen die ganze Zeit. Ich denke, die gibt's auch bis 840. Von daher lasse ich den mal da sein. Aber der sieht schon echt heftig, heftig cool aus. Junge, diese Motten hier, diese Riesenmotten. Ich wollte nämlich eigentlich, also warum ich hier rumfliege, das habe ich noch gar nicht erzählt, ist nämlich, dass ich gucken wollte, ob ich einen Biberdamm finde. Weil ich wollte mal diese ACA Workbench machen, um mal zu gucken, was da alles so drin ist. Aber ich habe noch keinen Biberdamm gefunden. Da oben fliegt ein Quetz. Ein normaler Quetz. Speech-Dego. Alter Falter. Hier gibt es halt so viele Sachen. Ich bin halt so richtig. Ich bin richtig glücklich, wenn ich einfach langfliege und Sachen sehe. Das ist so richtig stumpf. Aber von diesen Dodos gibt es anscheinend genug. Da ist auch so ein fliegender Wolf. Und da ist schon wieder so eine Riesenbotte. Ich darf mich hier wahrscheinlich mit nichts anlegen. Hier gab es irgendwo in der Nähe immer Biberdämme, das weiß ich. Aber ich weiß nicht, ob ich mich da hintrauen darf. Das ist halt so eine Sache. Ich da, wo ich bin, gibt es auch Biberdämme. Habe ich auch keinen gesehen. Ich sehe mich schon gleich tot. Irgendwas ist bestimmt gleich hinter mir und dann bin ich einfach hops.
Speedrex. Also, das ist ein Alpha Terror Bird, oder? Level 644, alter Falter. Ich muss so mein Stamina im Auge behalten. Ich bin so richtig angespannt gerade, weil hier fliegen halt echt miese Sachen rum. Was ist das? Ich hab. Element Megapithecus. Da ist ein Biberdamm. Aber als ob ich da ran kann. Leute, ich scheiß mir nicht. Vor allem sind da zwei Speedbiber, als ob die nicht schneller sind als ich. Oh, Leute. Ich hab Angst. YOLO oder YOLO? Ich glaub YOLO. Weg mit dir! Gut, dass ich mir noch keine Pike gemacht habe, das fällt mir auch gerade auf. Verpiss dich, Piranha. Ich will nur ein bisschen Cementy Paste klauen. Lass mich durch! Ja, wie viel hältst du denn aus? Komm, ich zieh's einfach durch. Komm, YOLO. Alles nehmen und rennen, 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 rennen. Komm schon, land, land, land. Wo sind die? Irgendwie hatte ich mir das alles ein bisschen spannender vorgestellt. Habe ich Cementic Paste bekommen überhaupt? Als ob ich nur Perlen und... Oh nein! Der ist doch 100% aggressiv, oder nicht? Aber er macht halt irgendwie gerade gar nichts. Oh Mann, ich bin so richtig angespannt. Ach komm. Was soll schon passieren? Werde ich halt verprügelt. Hey, diese Elementarbiber werden anscheinend gar nicht aggro, wenn man da die Dinger klaut. Das ist schon mal gut zu wissen. Und der ist anscheinend einfach AFK. Hallo? Als ob der einfach in die olle Palme da reinguckt. Was ist denn mit dir? Ist dir bewusst? Nee. Aber wir lassen ihm einfach seinen Spaß. Komm. Dann mache ich mich wieder auf den Weg zurück und dann baue ich mal so eine Workbench. Ich komme gleich wieder. Ich bin wieder zu Hause, Workbench ist gecraftet und ich sehe gerade, mein zweiter Dodo hat auch schon ordentlich Eier gelegt hier. So, wo stelle ich die hin? Ich stelle die wahrscheinlich unten hin. Ich stelle die einfach neben den Smithy. So, ich habe schon ein paar Eier wieder dabei, weil ich die da wahrscheinlich gleich rein tun muss, hoffe ich, dass das so ist. So, was kostet das denn? Seltene Blumen und Leder, so ein Regenerationstrank, das ist ja nicht teuer. Trank Pike, eine Pike und Toxic. Was ist Toxic Blood? Und Special X-Egg, davon haben wir genug. Hier. Okay, das kommt schon richtig schnell. Alpha Species X, the only kibble that Alphas will not refuse to eat. Und die müssen da, glaube ich, auch rein, diese komischen Kristalle. Die bekommt man immer, wenn in der Nähe irgendwas stirbt, glaube ich. Vielleicht können wir sogar echt mal nach dem Alpha Kano gucken. Alpha Kano, was braucht man da für ein Seil? Alpha Kano. Ich brauche Speed Kristall. Wollen wir es probieren? Ich hab schon irgendwie Bock, ne? Also das. Ich hab jetzt gleich das Level von dem nachgeguckt. Reicht wohl 12 Kibbel, das ist halt die andere Frage. Ich kann halt noch mehr machen. Ich habe hier unten noch Eier. Hast du auch noch? Ja, her damit. Und hier habe ich noch 11. Die wiegen halt übel viel, deshalb habe ich so wenig mitgenommen. Die wiegen 220, 11 Stück. 240 wiegen 12 Stück, das ist übel viel. So, einmal rein da. Zack, Level up. Nehmen wir auch noch mit. Kann ich den Scheiße so. Was ist das hier denn? Primed DNA, we kind of note.
Giga kann aus der Wolf into the Lost. Da habe ich auch schon was von gehört, dass es irgendwie, dass du Sachen entwickeln kannst oder so. So ein bisschen wie bei Pokémon. Du brauchst ja irgendwie bestimmte Sachen, um Sachen zu entwickeln. Du kannst zum Beispiel so einen Alpha-Drachen irgendwie in so einen Prime-Drachen entwickeln und dann wird er noch stärker und so. Ich weiß auch nicht genau, wie das ist. Ja, ich brauche halt noch so einen Speed-Kristall. Sind die Kibbel so schwer? Ne, die Kibbel sind gar nicht so schwer. Was habe ich denn so Schweres dabei? Oh, ich habe noch Metall dabei. Na, egal. Die Frage ist, wie kill ich hier ein Speedvieh? Am besten ausnocken und dann verprügeln wahrscheinlich. Ich hab ja nix. Deshalb holen wir uns ja jetzt hoffentlich ein Alpha. Da ist ein Biberdamm. Toll. Toll, jetzt ist er ein Biberdamm. Und hier ist Speed. Level 400. Welches Level bist du, Kano? 252, das ist natürlich ein bisschen crap eigentlich. Aber ich denke, der muss es erstmal tun. Hey, der killt sogar gerade ein Speedvieh. Dann lass ich ihn das noch machen. Krieg ich denn einen Kristall, wenn ich in der Nähe bin? Eigentlich schon. Ich habe die anderen ja auch so bekommen. Lauf nicht so weit von mir weg, ich brauche den Kristall. Nein! Was tust du? Nein, schubst du doch nicht sonst wohin. Was tust du? Okay. Da liegt er. So, ich hoffe ja, dass das klappt jetzt. Ja, er ist die schon mal. Oh shit, das ist ja richtig geil. Oh, ich hab Alpha! Oh, und da kommt Wax! Komm mit, Kano! Alter, wie geil ist das denn? Oh, wie cool. Die Frage ist, wie mache ich das am besten, dass ich noch Speedkristall bekomme? Sonst kann ich kein Seil machen. Ich bin Seil. Kommst du hinterher? Oh, er ist relativ schnell, glaube ich sogar. Ja. Speedkristall. Da hinten ist irgendwas Speediges. Was bist du für ein Speedy? 500er an Kilo. Da habe ich schon fast Angst, dass der. Obwohl, der ist auch Speed, oder? Der hat auch Speed. Hier, wo bist du, mein Kano? Hier, komm, wir verprügeln den. Kano, greif an! Zum Angriff! Aua, aua, aua! Easy kill! Oh, oh! Ah, du machst das schon. Okay, der hat nichts im Inventar. Aber den Kristall habe ich bekommen, glaube ich. Jupp, habe ich. Da würde ich sagen, dann bringe ich die gute Stute mal nach Hause und dann mache ich da einen Sattel drauf und dann komme ich wieder. Oh Gott, lass mich doch alle in Ruhe, Hilfe! Jetzt habe ich Steine aufgesammelt und ich wollte drei. Okay, alles geplant. So, bis gleich. Da sind wir wieder heile zu Hause angekommen. Alpha, Kano und Harvest Strike. Ich habe noch gar keine Namen für die beiden Männchen. Lenny. Und auch ein Männchen. Herbert. Herbert. Wo heißt der andere schon Herbert? Ich weiß es nicht. Herbert ist einfach so ein umgänglicher Name für mich. Wie heißt du? Du hast gar keinen Namen. Ne, Bernhard. Ah, alles gut. Okay, alles gerettet. So. Dann einmal Kristall hier rein. Sattel. Was brauchte ich noch? Alpha-Kano-Seil. Metall und Leder. Leder wird wahrscheinlich auch gar nicht so einfach. Ich glaube, ich habe nicht mehr so viel. Und Metall habe ich hier, glaube ich, noch gar nicht. Habe ich ja im Inventar. Okay, okay, ich bin verwirrt. Und hier ist ein Ei durchgefallen anscheinend. Und Leder, habe ich das hier drin? 22, das ist ja auch gar nicht so viel. Haben wir bitte nur noch was? Noch ein Ei. Immer her damit. Hast du noch was? Ja, zum Glück. So. Zack, zack. Kann ich davon noch zwei machen? Und Metall. So. Was kann man noch so? Da
Ich guck mal hier, ACA Dino Summoner. Okay. Wo sind die ganzen Sachen von dem Mod? Ich will mal gucken, was ich da noch so lernen muss. Okay, irgendwo weiter oben anscheinend. ACA Darts, Easter Egg. Hier sind noch ein paar Sattel. Alpha Sabertooth. Oh, das wäre auch richtig cool. Alpha Giga? Ach du Scheiße. Ich weiß nicht, was ich da jetzt lerne. Ich mach's einfach. Gelomatik. Okay. Das war, glaube ich, von irgendeinem anderen Mod. Ich glaube, von dem Mod habe ich jetzt alles gelernt. Den Summoner kann ich auch machen. Wahrscheinlich soll ich den auch machen. Komm, machen wir einfach. Da muss ich nachher nochmal Metall holen gehen. So. ACA Dino Summoner. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Wo stelle ich das hin? Und hier neben mir fährt gerade irgendwie eine Müllabfuhr lang oder so. Das ist übel laut. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Alter, wie... Was? Junge, der macht halt so richtig Bewegungen. Wie krass. Ah, hier kann ich die ganzen Dinger drin beschwören und ich bin gerade einfach hungernd. Hier, gönn dir mal ein Steak, so. Okay, okay. Ich will mich da... Damit muss ich mich wahrscheinlich später befassen. Sattel hatte ich die rausgenommen. Ich bin schon so durcheinander, ey. So viele Sachen. Darf ich raus, bitte? Danke. So, Peter Dora kann hier stehen bleiben. Hoffe ich, dass er sicher ist. Oh, was geht? Einfach richtig gute Rüstungsteile. Was heißt richtig? Ja, doch, richtig gut. Warte, was? Die sind höher. Shit, zwei Ascended-Sachen schon. Nice. Und das Small XP Push, den gebe ich ihm mal. Oh, Toxic Blood habe ich auch. Anscheinend bekommt man das irgendwie von den Viechern da. Als ob hier schon wieder Kompis sind. Was habt ihr denn für Probleme? Ja, machst du dich wieder, Kompi. Alter, der ist ziemlich fix. Ich überlege mich mit dem Try. 131.000 Leben, okay. Alter, wie viel bringt die Potion denn? Ich kann ja richtig leveln. 300.000 Leben. Damage. Alter, die bringt einfach 29.000 Erfahrung. Oder war es von dem Speed-Kano vorhin? 2.000. Bisschen Movement Speed. Was ist hier hinter uns? Ich will was laufen. Kompis, lass mich in Ruhe! So. Boah, jetzt ist er richtig fix. Soll ich mich mit dem anlegen? Eigentlich kann ich den machen, oder? Komm. Ja, easy peasy. Machen die vier Tore? Null. Okay. Das war anscheinend nicht so viel. Damage. Hallo, Mr. Brontosaur. Das war ein Harvest Bronto, das war gar kein normaler. Alter, ist der stark, ey. Oh, ich hab ein Baby Biber gekillt. Ja, okay. Ich bin ein schlechter Mensch. Aber jetzt kann ich mir mal den Biberdamm hier in Ruhe ausräumen. Irgendwas böse auf mich? Nö. Hier, eine Ascended Axt. Hier, gleich mal rein da. Alter, ist das cool. Hier ist ein Baby Raptor um die Ecke. Oh, was süß. Ich will eigentlich hier hinten noch kurz hin und so ein paar Dings killen, so Speed Sachen und so. Ich glaube, die geben ordentlich Erfahrung. Oh, der ist so schnell. Und die Kristalle brauche ich. Golden Kibbel. Und ich habe irgendwelche Tränke bekommen. Oh, Insektenschutzmittel habe ich auch bekommen. Potion der Regeneration. Die mache ich mal ganz nach vorne. Obwohl, ich hau mal eine rein. Instant wieder volles Leben. Okay, hätte ich wahrscheinlich machen sollen, nachdem ich Lebensskinne.
500.000 Leben. Ist das geil? Hier noch irgendwas? Da. Ich krieg halt die ganze Zeit irgendwelche mega guten Sachen. Oh, heftig, ey. Large XP Potion auch rein. Komm, hier noch ein bisschen Damage. Ich nehme wahrscheinlich schon viel zu lange auf. Oh, Leute. Soll ich mich mal mit dem Agentavis battlen? Der sieht halt schon irgendwie so endbossig aus, ne? Aber der ist halt nur Level 84. Kann sein, dass ich das gleich bereuen werde. Oder dass ich ihn gar nicht treffe. Okay. Das war richtig einfach. Da liegt ein Item Bag. Ich will mal reingucken, ja. Was hat der für uns? Ascendant Schwert. Noch ein Ascendant Schwert. Wie viel Damage hat das? Oh, das hat mehr. Huge XP Potion. Gegrilltes Fleisch. Generation. Oh, was? Noch mehr Armor. Und die ganze. Ah, ich nehm alles mit. Fuck das. Immer her damit. Oh Gott, ey. Warte, die XP Potion, die kriegt er noch reingedonnert hier. Unser Guter. Nochmal ordentlich Damage Skin. So. Was macht er jetzt an Damage? 39.000 Damage. Oh Gott, das ist so cool. Aber ich würde sagen, ich muss langsam mal die Folge beenden. Sonst wird das heute nichts mehr. Sonst renne ich hier den ganzen Tag mit euch mit dem Kader rum. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, Leute. Wenn ja, würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Da werde ich wahrscheinlich wieder eine Modded-Folge bringen, weil das macht mir jetzt schon so viel Spaß. Ich würde am liebsten so weitermachen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen ganz schönen Tag und tschüss.